Marco Fuchs, ihr übernehmt neu das Amt als Präsident vom Verein Brigg Tourismus. Was bedeutet auch das? Ja, ich sagte, das ist immer eine Ehre, wenn man so eine Anfrage bekommt und kurz müssen andeichen und überlegen, ob das das Richtige ist. Aber ja, wie gesagt, es ist immer eine Ehre, wenn man so eine Sache kann und eigentlich nicht lange müssen überlegen. Und es ist sicher eine interessante Sache für beide Seiten, sagte ich ja. Was planen ihr denn für die Zukunft vom Verein? Ja, das ist wie überall im Leben, sei es privat oder im Beruf, das Optimum rauszuholen. Die Synergien, die man hat, zusammen arbeiten und probieren, in jedem Bereich das Beste rauszuholen, sagt ich ja. Wir bringen dir dann auch das neue Amt und hier zu Olympico unter einen Hut. Ja, es heisst immer, es gibt auch nicht viel Arbeit. Und ja, wenn man es gut organisiert und plant, zählt es eigentlich schon unter einen Hut gehen, ja.